Hallo, ihr Lumpen. Ich fühle mich wie im Irrenhaus. Aber dazu gleich mehr. Das heutige Video wird einiges weniger locker, leichter Satire beinhalten. Nein, ich kotze mich heute mal aus. Wer es nicht sehen will, schaut sich halt was anderes an oder hört sich meine genialen Lieder an. Erst einmal eine kleine Randnotiz. F*** euch Activision. Das Spawn-System auf manchen Maps in COD Vanguard ist ja mal so katastrophal scheiße, dass ich ab und zu das Verlangen habe, meinen Kopf in Salzsäure zu tauchen. Wie schlecht kann ein Produkt mit tausenden Mitarbeitern im Hintergrund eigentlich noch werden? Warum ich dieses Spiel eigentlich noch spiele? Ich weiß es selbst nicht. Wahrscheinlich irgendeine Art unterdrückter Masochismus. Naja, und eigentlich wollte ich ein Video zur militanten Veganerin machen. Kommt aber anders. Denn ich habe vorhin diesen Artikel hier gefunden. Und man, mir reicht. Ich habe keinen Bock mehr. Kanadas böser Traum. Die Corona-Krise eint rechtsradikale Esoteriker und Autonome, die bisher quer zueinander standen. Ihr autoritäres Ding. Ja. Ey, das kannst du dir nicht ausdenken. Reicht auch jetzt Länder, die auf ihre liberale Kultur stolz sind. Zum Beispiel Kanada. Nichts gegen Sie, Herr Majid Sattar, aber ich würde Sie gerne fragen, ob Sie geistig nicht ganz auf der Höhe sind. Man sieht im Hintergrund noch ein fucking LKW mit Mandate Freedom. Freiheit. Freedom, Freiheit. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Wie kann man sowas Konträres wie autoritäres Denken und den Wunsch nach individueller Freiheit, den Protest gegen eine staatlich angeordnete Pflicht, eine faktisch autoritäre Maßnahme als autoritäres Denken abstempeln? Das macht keinen Sinn. Ich bin für Freiheit. Boah, du Nazi. Ja, genau. Und er redet auch noch von liberalem Denken. Eigentlich liberalem Denken. Oh, das ist so. Wer hat dich als Baby gegen die Wand geworfen? Und ich meine, guckt euch das an. Alle Schwubbel-Nazis, oder was? Ja. Aber ich weiß, woran es liegt. Es liegt daran, dass der deutsche Bello, ich meine Michel, es liebt im Staat den A-Fein sauber zu lecken. Ja, während alle anderen Staaten langsam lockern, hält die deutsche Rotpunkt-Impflete noch weiter daran fest, Einschränkungen und Impflichten bis an alle Ewigkeit durchführen zu wollen. Und das Schöne ist, für irgendwelche Argumentationen muss man ja nicht einmal auf alternative Quellen zugreifen. Das tue ich auch nicht mal. Ich meine, man kann alles in Fokus Welt, die Spiegel und Co. nachschlagen. Ja, aber die Angst ist es, ne? Ach ja, die Angst vor einem Virus, welches trotz Rekordzahlen momentan verhältnismäßig kaum noch Todesopfer fordert. Ach ja, die Angst, die von Leuten kommt, die sich nicht mal trauen, ohne Maske einen Schritt vor der fucking Wohnung zu gehen. Zufällig auf die gleichen Leute, die sich emotional in eine tiefe Krise stürzen, wenn mal einmal vergisst, irgendein scheiß Wort zu gendern oder Pronomen vergisst. Das ist ja auch wichtig. Ja, von denen lässt man sich gerne einschrecken, ne? Gefühle sind wichtiger als rationales Handeln. Diese vollkommen neurotischen Menschen fordern eine Impfpflicht mit einer Impfung, die bewiesen bei jungen Menschen fast überhaupt nicht durch Corona gefährdeten Personen häufiger als bisher angenommen Dunkelziffern außen vor zu hellen Muskelentzündungen führen kann, wo selbst die Länder mit den höchsten Impfquoten immer wieder steigende Zahlen hatten, wo selbst 3 Impfungen keinen vollständigen Schutz gewähren. Selbst die 4. bringt wohl nicht 100% was. Die 5. ist in Israel auch schon im Gespräch und trotzdem haben die fucking hohe Infektionszahlen. Aber vertraut auf der Wissenschaft, wie soll ich euch denn glauben, wenn erst von Tsai Ihnen höchstpersönlich gesagt wird, die Impfe hält quasi ewig. Ach nee, doch ein Jahr? Und die 6 Monate? Ach nee, doch 3. Und dann alles wiederum wird schon fast eckenartig von Leuten propagiert, die eh schon dafür bekannt sind, sich selbst zu widersprechen. Von Politikern, die ihr eigenes Wort nicht halten können. Von einem fast schon apokalypsenbesessenen Lauterbach, der, wenn es keine wissenschaftliche Grundlage gibt, auch gerne mal sagt... Zahlen gibt es dazu nicht, aber es gibt sehr viel sogenannte anekdotische Evidenz. Wir bekommen am 21. Februar... Anekdotische Evidenz? Ja, Dinge, die uns mitgeteilt werden von Spezialisten, die also rumgefahren haben. Ja, das ist anekdotische Evidenz. Ja, geil, sehr wissenschaftlich. Durch meine anekdotische Evidenz sage ich auch, dass es mehr Leute in meinem Alter gibt, die wegen dem Booster flach lagen, als das Corona sie in irgendeiner Weise umgehauen hat. Ja, ja, und was sagt unser angeblich beliebtester Politiker? Das ist so traurig. Noch? Wir haben ein Virus, was ansteckender und gefährlicher als die Grippe ist. Und die Idee, dass das jetzt immer harmloser wird, demnächst eine Erkältungskrankheit, das ist eine ganz gefährliche Legende. Das mag in 30, 40 Jahren so sein, aber nicht für die nächsten 10 Jahre. Ach, 10 Jahre, 20 weitere Booster, hm? Erzwungen im schlimmsten Falle. Selbst wenn dann, wie die Herzstiftung Deutschland anmerkt, die Wahrscheinlichkeit nach einer Corona-Infektion eine Myokarditis zu bekommen laut Studien 4-mal höher ist als nach einer Impfung, wird man ja erstens theoretisch immer wieder geimpft und zweitens indirekt eine erzwungene gegenüber einer freiwillig zufälligen Gefahr. Gibt schon Leute, die wollen auch einfach keine Normalität mehr zurück. Leiden Leute dann zunehmend psychisch unter den Maßnahmen, sagt Klabauterbach? Ne, hat nichts mit dem Lockdown zu tun. Andere Länder verlängern den genesenen Status, Deutschland verringert ihn. In Amerika Superbowl mit 100.000 Zuschauern. Kein Problem, haben wir ein anderes Virus oder was? Bei dieser f***ing Willkür. Intensivbetten wurden abgebaut. Ein Teil der Corona-Toten sind keine Corona-Toten. Teils hohe Dunkelziffer und somit noch geringere Letalitätsrate. Die ganzen Cringe- und Sektenartigen versuche Leute zum Impfen zu bringen. Jeder, der die Maßnahmen kritisiert, wird direkt in irgendeine ideologische Ecke gedrückt und verliert im schlimmsten Falle den Job. Über Alternativen wie Medizin wird so gut wie nie öffentlich geredet. Als wäre die ach so gut wirkende Impfung alternativlos. Dann noch ab und an Framing durch die Medien wie hier. Sind Sie für die Impfpflicht ja oder nein war gefragt? Und es ist ein bisschen überraschend, denn es ist genau andersrum, als man das eigentlich kennt. Es war die ersten 8 Minuten genau andersrum. Deswegen resetten wir einfach mal unsere Umfrage. Wir stellen auf 0 und fragen einfach nochmal.
Ich frage euch Politiker, die dieses Video nicht sehen werden, aber ich frage euch, wie zum F*** soll ich euch nur am geringsten mein Vertrauen schenken, wenn ihr euch andauernd nachweislich selbst widersprecht oder Versprechen nicht halten könnt? Wie soll ich euch noch glauben? Ich habe keinen Bock mehr. Lasst mich einfach in Ruhe. Verpisst euch. Macht alle, was ihr wollt, aber lasst mich in Ruhe. Ich will über mich selbst entscheiden. Lasst mich in Ruhe. Ja. Danke, werde wahrscheinlich dieses Jahr 15 Kilogramm Muskelmasse zulegen, weil dieser ganze Scheiß mich mit aggressiver Energie speist. Und ja, deswegen gehe ich jetzt auch Sport machen. Ciao. Verpisst euch. Arbeiten.